Hallo zusammen, ich bin's wieder, der Bauer Michi. Wir sind heute zusammen auf der Hausmesse bei Hagasner und der Eröffnung der Energy World. Und da heizt ihr euch heute mal richtig ein. Auf geht's! Bauer Michael wird präsentiert von landwirt.com, dem Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Ihr fragt euch vielleicht, was macht jemand mit einer Biogasanlage bei Hagasner, wo es eigentlich um Hackschnitzel geht? Wir bauen gerade Molkerei und wenn es mir die Biogas mal zerreißt oder wenn irgendeine Störung ist, dann muss ich natürlich schauen, wo kriege ich die Wärme her für meine Prozesse. Und in der Landwirtschaft sind wir eigentlich prädestiniert dafür, wir haben Wald, also machen wir Hackschnitzel. Auf geht's, wir schauen uns das an. Also, wir haben jetzt wirklich genug Hackschnitzel gemacht und jetzt fragen wir mal einen, der sich damit auskennt. Ich stehe zufällig hier, Bauer Michi. Ja. Ja, nur ganz kurz, du siehst mehr aus wie Michi als wie Bauer, aber ist egal. Hey, wir kommen mal zusammen. Ich sag dir, du hast genug Hackschnitzel bei Hagasner. Entschuldigung. Also, du hast genug Hackschnitzel gemacht und jetzt zeige ich dir mal die Powerbox. Ich sag dir, da geht richtig die Post. Okay. Ja, und da ist mein Freund Martin. Okay. Ja, ich meine, ihr versteht dann Martin, oder? Martin verstehe ich. Ja. Für Franken korrekt ausgesprochen. Ja, ich bin nur ein Wahlfranke. Franke. Ich habe Migrationshintergrund. Ich komme aus der Hauptstadt. Ja. Okay. Ja, aber jetzt pass auf, jetzt lernst du Martin kennen. Da muss ich der Kameramann einmal kurz drehen. Ja. Ich glaube, wir fragen mal jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Martin, hallo. Servus Michi, hallo, servus. Also, du zeigst mir jetzt mal die Powerbox. Genau. Ich glaube, das ist das Perfekte für dich. Die Powerbox, jawohl. Ja, sie heißt schon fast so wie du und ich denke, das vereint wirklich die ganze Technik, die du brauchst auf deinem Hof von der Wärmetechnik. Okay. Wir haben da den Hagasner Hackgut- oder Pelletskessel, mit dem wir heißes Wasser, Warmwasser für deinen Haus, für deinen Stall erzeugen können, aber auch wirklich Warmluft für Trocknung, für Heu, für Getreide und auch für Hackgut. Also das heißt, ich kann es in der Molkerei nutzen, klar, mein Haus heizen, genau, richtig. Damit wir uns nicht den Arsch abfrieren. Genau. Und dann, ich habe einen Kumpel, der ist Hähnchenmester. Für den ist das doch noch optimal, oder? Optimal. Also ich kann wirklich das perfekt kombinieren. Ich kann, während die Küken viel Energie brauchen, wenn sie jung sind, kann ich die ganze thermische Energie in den Stall leiten. Und wenn die Küken älter werden, brauchen sie nicht mehr so viel Wärme, dann kann ich wirklich die restliche Wärme nutzen, Warmluft erzeugen und dann trocknen. Hackgut, Heu oder Mais oder Getreide. Und was mir gerade so kommt, wenn du kein Gas verbrennst, dann hast du ja das Problem mit dem CO2 nicht da drin, oder? Dann hat man ja frische Luft, oder? Genau so ist es. Wenn ich frische Luft in den Stall reinbringe, verbrenne ich, also die Gaskanonen im Stall, die verbrennen ja den Sauerstoff, nehmen den Sauerstoff den Küken weg. Und wenn ich wirklich frische Luft reinbringe von draußen und diese erwärme, habe ich auch ein besseres Wohlfühlklima für die Küken oder für die Hähnen dann. Ich rede die ganze Zeit von Giga, ich habe einen Hunger. Hast du nicht so einen Magen für mich? Ah, normal ist das aber nur für Kunden, gell? Ja, ich bin ja fast der Kunde, ja, oder nicht? Okay. Machen wir mal eine Ausnahme, zwei Getränke und ein Essen. Holst du ja, warte mal, machen wir so. Okay. Beim Mittagessen habe ich mich jetzt mal gefragt, was habt ihr so daheim? Wie heizt ihr euren Betrieb oder eure Stelle? Also ich habe ja Biogasanlage und damit ist für mich das KWK-Thema immer interessant. Also kann ich aus meinen Hackschnitzel Strom erzeugen? Ja, kann ich. Und zwar mit einem Holzvergaser und einem kleinen BHKW. 20 kW hat der Generator und der Generator ist wassergekühlt. Und was natürlich cool ist daran, du kommst auf 95% Gesamtwirkungsgrad. Ich denke, das sind Werte, die schaffst du mit einem normalen BHKW, was mit Biogas betrieben ist, nicht, weil du ja einen luftgekühlten Generator hast. Und jetzt trinke ich noch ein Bierla mit dem Assinger. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Bauer Michi.